Hey Tom, machen Jerry und Krokomeil gleich ein Rennen? Los geht's! Jerry, du verlierst gleich deinen Platz. Pass auf die Rauchwolken-Eier auf. Oh nein, gleich baust du einen Unfall. Autsch, das muss sehr wehtun. Das war sehr gefährlich, Krokomeil. Jerry, du fährst das Rennen nochmal, nachdem dich Tom repariert hat. Fangen wir mit der Inspektion an. Der Scheinwerfer auf deiner Motorhaube ist kaputt. Dein Seitenrohr ist verbogen und fällt fast ab. Tom, du machst besser schnell. Fangen wir mit dem Seitenrohr an. Ja, ein Schweißgerät passt perfekt. Und da ist deine Schutzbrille. Ups, geben wir Jerry ein neues Seitenrohr. Okay, Tom. Welches davon passt gut zu ihm? Ja, du hast es. Toll gemacht. Jetzt noch ein neuer Scheinwerfer. Hast du einen, der groß genug für Jerrys Motorhaube ist? Aha, da ist einer, gleich dort auf dem Tisch. Jerry ist nun endlich wieder er selbst. Jerry ist bereit, zurück zum Rennen zu gehen. Tom, was hast du vor? Aha, ein telekinetischer Strahl, um Krokomeils Fallen zu umgehen. Auf zum Rennen! Los, Jerry! Schnell! Benutz den telekinetischen Strahl! Von deinen eigenen Eiern aufgeraucht! Das geschieht hier recht, wenn du versuchst zu schummeln! Du hast endlich gelernt, fair zu sein! Oh, hier ist Mathilda, das Polizeiauto. Wie geil, Krokomeil. Krokomeil, es ist böse zu stehlen. Hey! Sei vorsichtig! Mathilda, bist du okay? Autsch! Das muss wehtun. Hey ho, Tom. Mathilda hat sich verletzt. Bekommst du sie wieder hin? Mathilda, Tom ist ein Experte im Reparieren. Er wird dich abschleppen und in seine Garage bringen und dich im Nu repariert haben. Schicke Garage. Was sollen wir reparieren, Tom? Mathildas Stoßstange ist gebrochen. Und wir sollten ihren Seitenspiegel reparieren. Okay, du weißt, was zu tun ist, Tom. Lass uns mit der Stoßstange anfangen. Ist das die richtige Größe? Ja, das ist besser. Super Job! Was gibt es noch zu tun?
Gute Idee, Tom. Lass uns für Mathilda einen neuen Seitenspiegel finden. Besser, nicht wahr? Super. Perfekt, Tom. So gut wie brandneu, Mathilda. Kann Mathilda wieder losdüsen und den Verbrecher schnappen, Tom? Was ist los, Tom? Du hast etwas, um das Polizeiauto noch sicherer zu machen? Aha! Ich hab's kapiert. Es ist ein Airbag. Jetzt schnappen wir den Dieb. Oh, Coco Mile ist hier. Vorsicht, Leute! Wow! Dein Airbag funktioniert wirklich, Mathilda. Coco Mile, du bist verhaftet. Guter Job, wie immer, Tom. Bis bald.